Ja, willkommen zum zweiten Video für das Mem-Tagebuch. Heute mit dem überaus spannenden Thema, ich habe keine Zeit. Ich bin sicher, jeder von euch kennt diesen Satz, entweder aus der eigenen Verwendung oder dass jemand anders euch gegenüber damit gesagt hat, er will, was auch immer ihr vorgeschlagen habt, nicht mitmachen. Die Frage ist nur, lag es tatsächlich daran, dass er keine Zeit hatte? Weil in einem faktischen Sinne ist es natürlich richtig, wir können gar keine Zeit haben, weil wir sie weder speichern noch aufheben noch in irgendeiner Form in Besitz nehmen können. Wir können Zeit nur erleben und das eigentlich auch nur in diesem kurzen Moment, eben gerade jetzt. Alles andere ist im Endeffekt nur Erinnerung oder Denken an die Zukunft, aber das hat mit Zeit nichts zu tun. So, aber was bedeutet das jetzt, wenn wir uns dieses Satzes bedienen? Und es geht mir dabei gar nicht so sehr darum, diese gesellschaftlichen Gepflogenheiten, wo es im Endeffekt heißt, dass man einem Konflikt ausweicht oder jetzt nicht so genau erläutern möchte, warum oder wieso man irgendeinen Vorschlag ablehnt. Das sind sozusagen einfach als gesellschaftliche Konvention, wird der benutzt und akzeptiert. Aber genau das möchte ich an der Stelle eben in Frage stellen, weil ist es wirklich sinnvoll, das zu tun? Weil das eine ist die Aussage, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich im Endeffekt, ich bin für meine Zeit, ich bin nicht in der Lage, über meine Zeit zu verfügen. Und das letztendlich stimmt in der Form nicht. Weil damit mache ich mich selber zum Abhängigen, obwohl ich der Einzige bin, der über meine Zeit entscheiden kann. Natürlich ist, ich verstehe schon, was damit eigentlich gemeint ist, weil man ist Verpflichtungen eingegangen, die man aus welchen Gründen auch immer bereit ist, weiterhin zu erfüllen oder sich mit den Konsequenzen nicht abgeben möchte, was es bedeutet, wenn man diese Verpflichtung sozusagen nicht erfüllt. Sei es, wenn man eben zur Arbeit geht und sagt, ach, heute bleibe ich zu Hause und man dann seine Arbeit verliert, dann ist natürlich klar, ohne Einkommen wird das Leben ziemlich anstrengend. Und deswegen ist an der Stelle eben nicht gesagt, ich habe keine Zeit, sondern ich kann nicht über meine Zeit so verfügen, wie ich es gerne möchte, weil ich in bestimmten Situationen, in bestimmten Abhängigkeiten bin, die ich bereit bin zu erfüllen. Aber auch das sollten wir uns jeden Tag klar machen und dann eben nicht diesem Gedanken nachhängen, ich habe keine andere Wahl, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe jeden Tag die Wahl, ich habe in jedem Moment die Wahl, mich anders zu entscheiden. Das heißt, wenn es für mich passt, wenn die Anstrengungen zu groß sind, das Bestehende beizubehalten, dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, okay, es ist Zeit für eine Veränderung. Und man lässt sich einfach dann auf etwas Neues ein. Guck mal, vielleicht sind die Abhängigkeiten ja gar nicht so schlimm oder gravierend und es lassen sich andere Lösungen finden, die einem leichter fallen. Das heißt eben, es geht darum, sich wirklich bewusst zu machen, dass die eigene Zeit auch die eigene Zeit ist und dass man jederzeit darüber verfügen kann. Und ich habe für mich entschieden, diesen Satz tatsächlich nach und nach aufmerksam zu beobachten und zu sagen, den streiche ich aus meinem Gebrauch. Wenn ich sage, ich möchte dort nicht mit, ich möchte das nicht machen, dann sage ich, du, das Thema interessiert mich einfach nicht, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen oder ich habe heute noch andere Sachen zu erledigen, die mir einfach wichtiger sind und vielleicht in einer Woche oder so weiter bin ich gerne bereit, mich nochmal mit dir darüber zu unterhalten. Und das sind eben dann tatsächlich Entscheidungen, womit ich auch Verantwortung und verantwortlich für mein eigenes Leben umgehe und nicht sage, ich bin ein Getriebener meines Lebens, sondern ich erlebe tatsächlich mein Leben dann jeden Tag als mein eigenes, über das ich eben jederzeit eingreifen kann und sagen kann, ich entscheide, dass mein Leben so ist, wie es ist. Egal, welche Abhängigkeiten von außen scheinbar gesetzt sind, sie können mich letztendlich nicht dazu zwingen, Dinge zu tun. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn einige jetzt sagen, so ein Quatsch, ich kann mich hier aus diesen und den Sachen nicht rausstehlen, ich bin diese Verpflichtung eingegangen. Aber dann ist zumindest immer noch die Entscheidung zu sagen, es gab einen Grund, warum man diese Verpflichtung eingegangen ist und daran sich einfach zu erinnern, zu sagen, okay, es gab Gründe, es war mir wichtig und auch wenn sich das jetzt geändert hat, ist es mir immer noch wichtig genug, zum Beispiel ein Versprechen einzuhalten. Auch wenn es Gründe gäbe, die jetzt vielleicht dagegen sprechen, das noch zu tun. Auch da wieder die Aufforderung, keine Angst vor, es sind ja nicht mal soziale Konflikte, sondern eher im Gegenteil, lieber diese kleinen sozialen Lügen auszuschalten, zu sagen,
Du, mir geht es jetzt um andere Dinge. Andere Sachen sind mir gerade wichtiger geworden und ich fände es gut, wenn du damit einverstanden bist, wenn wir diese und jene Absprache auflösen können. Weil es für mich einfach sozusagen zu schwer wird, diese zu erfüllen und es vielleicht andere Lösungen eben gibt. Aber sofern man das nicht anspricht und sofern man eben einfach dabei bleibt, zu sagen, ich hätte keine Zeit, bleibt dieses gewisse Ohnmachtsgefühl dabei und das lässt sich halt schwer dann mit Freude genießen. Weil wie kann ich ein Leben genießen, indem ich mich selbst immer nur als Getriebener erlebe, als Abhängiger, ohne als eigener Gestalter, ohne der Schöpfer, der ich im Endeffekt für mein eigenes Leben sein kann. Ja, soweit einfach mal ein paar Gedanken zu diesem netten Satz, ich habe keine Zeit. Mein Aufruf an euch ist, denkt mal darüber nach und überlegt euch, ob es nicht für euch auch ein angenehmeres Gefühl ist, wenn ihr sagt, es stimmt nicht, dass ich keine Zeit habe, sondern es ist meine Entscheidung gewesen, meine Zeit so und so zu verbringen, auch wenn ich es heute gerne anders hätte, aber Versprechen und Absprachen sind mir wichtig und deswegen halte ich mich trotzdem daran. Und dann könnt ihr immer noch Ja dazu sagen, auch wenn es schwerer fällt. Also bis demnächst und tschüss.